So, wir sind im Shopping Center angekommen und der Hausmeister hat eine neue Aufgabe für uns. Oh, dir ist also die Blume aufgefallen? Die ist eine Belohnung für meine harte Arbeit hier im Shopping Center. Oder was glaubst du, wie der Boden so glänzend wird? Von wem ich sie bekommen habe? Pa, mach dir darüber keine Gedanken. Okay, wenn du so nett fragst, ich habe sie von Iris, der Blumenhändlerin. Sie ist den ganzen Weg von Aidins Platz hierher ins Shopping Center gekommen. Wo Aidins Platz ist? Natürlich hier in Jorvik City. Ha, das wusstest du nicht? Iris war wirklich beeindruckt, wie sauber der Fußboden hier ist. Im Gegensatz zu anderen hat sie sogar ihre Schuhe ausgezogen, bevor sie herumgelaufen ist. Zum Glück haben manche Leute Manieren. Nein, ich bin nicht in sie verliebt. Hör auf. Ich möchte ihr auch etwas geben, um zu zeigen, dass ich das Geschenk wirklich zu schätzen weiß. Aber die Arbeit hier im Shopping Center nimmt meine ganze Zeit in Anspruch. Ich weiß etwas. Ich habe einen Plan. Geh zu Clementine im Café hier im Shopping Center. Sie schuldet mir einen Gefallen. Bitte sie um das Beste, das sie dort im Angebot haben. Und dann komm wieder her. Okay. Café ist da. Hallo, wie wäre es mit einem Glas Joghurt-Cola und ein Stück Gebäck? Mama. Tut mir leid, was hast du gesagt? Aha, der Hausmeister hat dich geschickt. Das Beste, das wir im Angebot haben? Wieso will er das denn? Oh, hat der Hausmeister sich verliebt? Dann habe ich die perfekte Leckerei. Nimm ein paar von Jorvik leckersten Schokoladenherzen von diesem Tablett. Du kannst dem Hausmeister sagen, dass wir jetzt quitt sind. Eine herzliche Bestellung, wie süß. Du hast dir Zeit gelassen. Gut gemacht, schätze ich. Ha! Sind die wie Herzen geformt? Ha! Ich kann ihr kein Herz geben. Sie wird denken, dass ich in sie verliebt bin. Na gut, das muss ebenso gehen. Wie ich schon sagte, ich habe einen Plan. Du hast anscheinend nicht viel zu tun. Hier, nimm diese Schokoladenherzen und bring sie zu Iris auf Aidins Platz. Warum ich das nicht selbst mache? Ich habe es dir doch schon gesagt. Ich bin hier im Shopping Center viel zu beschäftigt, um dafür Zeit zu haben. Komm schon, nimm diese Karte von Jorvik City. Ich habe Aidins Platz für dich markiert. Geh dorthin und gib Iris mein Geschenk. Gutti, habe ich jetzt einen neuen Platz bekommen? Es wird Zeit, Jorvik City zu erforschen. Immer, wenn du das Shoppingzentrum verlässt oder einen Bus von Fort Pinter besteigst, wird die Karte von Jorvik City angezeigt. Immer, wenn du zwischen zwei Gebieten reist, wird die Karte angezeigt, damit du schnell das Gebiet auswählen kannst, in das du reisen möchtest. Du kannst auch über die Karte zurück nach Fort Pinter reisen. Ja, das weiß ich doch. Das mache ich doch schon die ganze Zeit. Aber, yes, Aidins Platz ist jetzt eingezeichnet. Okay, erstmal umschauen. Also hier geht es wahrscheinlich mit der Bahn dann wieder nach Hause. Guten Tag. Oh, das ist doch schon ein ziemlich großer Platz. Was haben die denn da? Melonen? Da müssen wir hin. Okay. Iris! Hallo, hallo. Was kann ich tun, um deinen Tag zu verschönern? Schokoladenherzen vom Hausmeister? Wow, das ist wirklich nett von ihm. Wow, das überrascht mich jetzt wirklich. Wie süß von ihm. Denkst du, er mag mich? Nun ja, er ist ziemlich geschickt und... Moment, was sagst du da? Ein Date mit dem Hausmeister? Ich bin viel zu schüchtern. Wirklich. Die Wangen von Iris färben sich tiefrot. Vielleicht, wenn er mit mir in Leonards Eisdiele geht. Es ist so gemütlich dort. Wo Leonards Eisdiele ist? Hast du eine Karte von Jorvik City? Wenn du sie herausholst, zeige ich dir, wo sie ist. Okay, gib mir deine Karte. Sieh her. Iris zeigt auf die Karte. Hier ist Leonards Eisdiele. Da gibt es das beste Eis von Jorvik. Und drinnen ist es wirklich gemütlich. Iris sieht etwas verlegen aus und zeigt auf eine andere Stelle. Siehst du diese Gegend hier? Halte dich von ihr fern. Das ist Pier 13.
Und da wimmelt es von fiesen Typen. Oh, na gut, ich muss jetzt wirklich zu meinen Blumen zurück. Viel Spaß bei der Erkundung von Jorvik City. Wir sehen uns später. Cool. Der Hafen von Jorvik City wurde freigeschaltet. Kann ich den aufwecken? Nee, anscheinend nicht. Okay. Hier ist eine Eisdiele. Auftragseitem. Das ist doch die Eisdiele hier, oder? Kann man mitmachen? Hey! Schade. Oh, was ist denn hier los? Hallo Nachbar, ich muss mich für den Geräuspegel entschuldigen. Meine Freundin und ich sind in einer hitzigen Diskussion. Oh, du bist nicht unser Nachbar? Okay, wer bist du dann? Verstehe, schön dich kennenzulernen, Susanna. Ich bin Adam. Weißt du, meine Freundin Johanna und ich, wir sind gerade erst hier eingezogen und das ist das erste Mal, dass wir zusammen wohnen werden. Ich bin mir sicher, dass es toll wird. Es gibt da nur ein Problem, dieses verflixte Sofa. Es wiegt eine Tonne. Jetzt ist meine Freundin Johanna sauer wie eine Zitrone, weil sie denkt, dass es ein Kinderspiel ist, das Sofa all die Treppen hoch zur Wohnung zu schleppen. Vielleicht kannst du sie ja dazu überreden, eine bessere Lösung zu finden, als das Sofa die Treppen hinaufzuzerren. Meine armen Hände tun schon so weh. Wie ich sehe, hast du bereits meinen unfähigen Freund getroffen. Ich habe alles mitbekommen, was du und mein lieber Freund besprochen habt, Susanne. Adam glaubt, dass ich ihm das Leben schwer mache, weil ich der Meinung bin, dass es mehr als zwei Kisten ein paar Treppen, dass er mehr als zwei Kisten ein paar Treppen hochtragen kann. Johanna schaut zu Adam rüber. Wir haben einige Umzugshelfer beauftragt, unsere Möbel zu tragen. Sie müssen dabei irgendwie das Sofa vergessen haben und jetzt müssen wir es selber hochschleppen. So ein kleines Möbelstück zu tragen, kann nicht so schwer sein, oder? Okay, wenn mein werter Freund sich auf die faule Haut legen will, lösen wir zu zweit dieses Problem, oder Susanne? Du scheinst ein kluges Köpfchen zu sein. Wie würdest du das Sofa die Treppen hochtragen? Du würdest es mit einem Seil hochziehen? Brillant! So können wir das Sofa in die Wohnung kriegen. Ein Kinderspiel. Wie schön, dass jemand mit einer Lösung dienen kann und nicht nur über die armen, schmerzenden Hände klagt. Johanna starrt Adam anklagend an. Ich meine gesehen zu haben, dass jemand ein Seil in einem der Mülltonnen um die Ecke geschmissen hat. Wenn du das Seil schnell besorgst, lasse ich es Adam um das Sofa binden. Ja, ich würde auch immer Seile aus so dreckigen Mülltonnen besorgen, um ein sauberes Sofa zu transportieren. Ich muss zugeben, deine Lösung ist raffiniert, Susanne. Gib mir das Seil und ich zeige dir, wie du die besten Knoten aller Zeiten binden kannst. Hallo. Mal sehen. Irgendwas mit Hasenohren und dass das Seil herumging. Was? Natürlich weiß ich, wie man ein Seil um ein Sofa knotet. Ich habe das schon tausend Male gemacht. Adam fängt an zu flüstern. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man einen Knoten bindet, aber sag das bloß nicht Johanna. Kannst du mir bitte helfen? Sie denkt ja jetzt schon, dass ich nutzlos bin, weil ich das Sofa nicht hochbekomme. Wenn du mir hilfst, kann ich dir eine tolle Belohnung geben. Hier, nimm das Seil und binde es um das Sofa. Ich lenke Johanna ab, damit sie nicht mitbekommt, dass du den Knoten machst. Achso, das Seil. Ja, es würde auch in der Realität genauso funktionieren. Verflixtes Sofa, es will nicht durchs Fenster. Dein Plan war brillant, Susanne, aber jetzt haben wir wirklich alles versucht. Ich gebe auf, wir müssen ohne das Sofa weitermachen, aber wir haben immer noch einen wunderschönen Sessel, in dem man wie ein König fernsehen kann. Oh, ich kann es kaum erwarten, mich hinzusetzen und das heutige Match in unserer eigenen Wohnung anzuschauen. Oh, stimmt, eine Belohnung. Ich weiß, du kannst das Sofa haben. Wir haben keinen Platz dafür, also kannst du es gerne haben. Vielen Dank, Susanne. Ja, ich nehme doch gerne ein Sofa mit.
Ja. Dann habe ich jetzt mal ein Sofa geschenkt bekommen. Oh, was geht denn hier? Hey du, warst du das? Wovon ich spreche? Über diese Graffitis, die ja plötzlich überall auf dem Marktplatz zu sehen sind, natürlich. Oh, du sagst also, dass du es nicht warst? Du weißt nichts davon? Ich glaube dir. In Ordnung, ich gebe dir eine Chance, deine Unschuld zu beweisen. Streiche über alle Graffitis hier am Marktplatz. Du kannst mit der Wand neben mir anfangen. Hier ist etwas Farbe und ein Pinsel. Los jetzt, fang an. Tu mich auch. Dabei ist das so ein schönes Bild gewesen. Schau mal, das schaut viel besser aus. Auch wenn ich immer noch nicht überzeugt bin, dass du unschuldig bist. Du hast gute Arbeit bei dem Entfernen der Graffitis geleistet, aber wir sind noch nicht fertig. Ich war heute auf einen schönen, friedvollen Spaziergang. Als ich durch die Gasse, die bis zum Marktplatz führt, schlenderte, war ich außer mir, als ich noch mehr dieser Graffitis entdeckte. Du siehst schon fast überrascht aus. Du behauptest also, dass du diese Graffitis von diesen Graffitis in der Gasse nichts wusstest? Beweise es. Hier ist die Farbe. Gehe sofort zur Gasse und überstreiche dieses Graffiti mit Farbe. Darum? War das dieses schöne Bild, was wir am Anfang gesehen haben? Ja, tatsächlich. Okay. Jetzt sieht das wieder trist aus, ja. Jetzt sieht die Gasse viel besser aus. Bald hast du bewiesen, dass du unschuldig bist. Während du mit dem Streichen der Gasse beschäftigt warst, habe ich im Café Gebäck gekauft. Zu meinem Entsetzen habe ich das schlimmste Graffiti aller Zeiten erblicken müssen. Es war etwas hinter einer Mülltonne versteckt, aber ich sah es dennoch. Das ist das schlimmste Graffiti bisher. Wenn du es überstreichst, wirst du deine Unschuld endgültig bewiesen haben. Du weißt ja, wie es geht. Hier ist die Farbe. Los. Geh gleich hoch zum Café und entferne das Graffiti. Okay. Ich nehme mal an, jemand das Café hier. Oder auch nicht. Doch. Hä, wieso war das dann so komisch gerade eingezeichnet? Ach so, okay. Sind sie da weiter im Diskutieren? Nee, ist eine andere, okay. Och, da ist schon wieder eine Quest. Hilfe! Kannst du es fühlen? Yvonne atmet tief ein. Die Luft ist viel frischer und die Atmosphäre ist wieder schön und friedvoll. Vielen Dank. Wie heißt du übrigens? Susanne, was für ein schöner Name, junge Dame. Es ist noch nicht vorbei, Susanne. Eines Tages werde ich herausfinden, wer dahinter steckt. Im Moment habe ich keine Verwendung für diese Farbe. Du kannst sie also auch behalten. Wir sehen uns, Susanne, und halte die Augen offen, falls dieser Schmierfink auftaucht. Ja, genau. Der Alte meint schon tief in Gedanken versunken zu sein. Versuche noch einmal vorsichtig, ihn zu begrüßen. Was? Ah! Entschuldige, junge Dame, ich habe gerade über etwas nachgegrübelt und dich gar nicht bemerkt. Vielleicht willst du dich ja auch eine Weile an Aydins Quelle setzen. Das hilft, wenn man einem viel im Kopf herumgeht. Was sagst du, junge Dame? Du fragst dich, worüber ich grüble? Es geht um die Tauben. Als ich Stadtgärtner war, habe ich immer dafür gesorgt, dass sie genug Futter haben. Und überall gab es Vögel. Jetzt, da ich pensioniert bin, dachte ich, die Vögel würden zumindest da sein, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Aber es sind nur noch so wenig Tauben hier. Früher war der ganze Platz voller Tauben, die freundlich waren und Vogelfutter aus den Händen der Leute pickten, wenn man sie fütterte.
Junge Dame, ich kann leider wirklich nicht mehr arbeiten, aber vielleicht kannst du mir helfen, damit dieser Platz wieder von flatternden Leben erfüllt wird? Was hast du gesagt? Die Leute reden heutzutage alle so leise. Aha, du willst mir helfen. Du machst einen alten Mann damit sehr glücklich. Nimm diese Tüten mit Vogelfutter und verteile es an verschiedenen Orten um den Platz herum. Dann wirst du sehen, dass die Tauben bald wiederkommen. Oh, was für ein Schluckauf. So, mal schauen, ob die Tauben denn auch gleich wiederkommen. Hurra, jetzt wird es bald wieder ein Vogelflattern auf dem Platz geben. Sieh doch, junge Dame, die Tauben kommen zurück. Ja, ob die das im Café so toll finden, weiß ich aber nicht. Der alte Mann scheint tief in Gedanken versunken zu sein. Versuch noch einmal vorsichtig, ihn zu begrüßen. Was? Ach, du bist es, junge Dame. Ich habe gar nicht gesehen, wie du dich angeschlichen hast. Es war so schön, die Tauben wieder auf dem Platz zu sehen. Ich könnte ihnen den ganzen Tag zuschauen. Was? Entschuldige, ich glaube, ich war schon wieder in Gedanken versunken. Ich mache mir etwas Sorgen um die Tauben, aber ich erinnere mich nicht mehr, warum. Ich erinnere mich, dass sich die Leute oft beschweren, dass Tauben alles schmutzig machen. Junge Dame, könntest du Eimer und Besen besorgen, um ein bisschen sauber zu machen, damit die Leute nicht so böse auf diese wunderschönen Vögel werden? Wenn ich denn weiß, wo ich die Sachen herbekomme? Aidins Quelle. Den Bewohnern der Stadt zufolge wurde hier Aidins Harfe gefunden. Über den Wahrheitsgehalt gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Legende besagt, dass von der Harfe am Boden des Brunnens ein helles Licht ausging. Nachdem die Harfe heraufgeholt worden war, glaubten die Bewohner, das Wasser sei gesegnet. Noch heute glauben Touristen aus der ganzen Welt, um das Wasser zu berühren, kommen Touristen aus der ganzen Welt, um das Wasser zu berühren, das magische Kräfte haben sollen. Ja, einmal Besen, habe ich verstanden. Aber wo? Okay, die Karte funktioniert nicht hier. Ah. Das sieht gut aus. Na. Ach, jetzt wollte ich ja gerade rüberspringen mit dem Pferd. Och ja, Mann. Ich hasse, dass das immer alles so präzise sein muss. Der alte Mann scheint tief in Gedanken versunken zu sein. Ja, das kennen wir jetzt mittlerweile. Jetzt erinnere ich mich, oh je, die Jorvik-Schädlungsbekämpfungsbehörde barg es nicht, wenn zu viele Tauben an einen Ort versammelt sind. Die können ziemlich angsteinflößend werden. Ein paar kleine Tauben sind kein Problem, daher verstehe ich nicht, warum die Leute sich aufregen. Aber ich habe gehört, wie Yvonne sich lauthals beschwert hat. Sie sagte, jetzt würde sie dafür sorgen, dass jemand sich um dieses Taubenproblem kümmert. Junge Dame, es tut mir furchtbar leid, dass ich den kleinen Vögeln solchen Ärger bereitet habe. Kannst du ihnen noch einmal helfen?
Du musst sie verscheuchen, bevor die Jorvik Beschädigungskämpfe... Du musst sie verscheuchen, bevor die Jorvik Schädlingsbekämpfungsbehörde hier ist. Tauben erschrecken sie schnell, aber das hält nicht lange an. Und wenn sie sehen, dass ihre Taubenkameraden noch hier sind, kommen sie zurück. Junge Dame, du musst die Tauben schnell verscheuchen, damit sie nicht zurückkommen. Du musst nur herumrennen und mit den Armen flattern, damit sie wegfliegen. Aber achte darauf, dass alle Tauben weggeflogen sind, bevor andere wieder landen. Als Dank für deine Hilfe gebe ich dir auch etwas frisches Obst. Ja, danke. Okay. Weg da! Wo sind die anderen? Sind aber noch nicht alle. Waren das jetzt alle? Jetzt kann sich niemand mehr über etwas beschweren und die Tauben können in Sicherheit fliegen. Es ist schade, den Platz nicht mehr voller Tauben zu sehen, aber zumindest sind ein paar Tauben geblieben. Die sind nett anzusehen. Der alte Mann versinkt wieder in Gedanken. Ja, und damit wäre auch die letzte Quest, hoffe ich, von hier abgeschlossen. Ich denke mal, das ist die letzte Quest, da ja, wie gesagt, ja, man kann hier drin halt nichts sehen auf der Karte. Und ich denke mal, dass wir uns jetzt wieder mit der ja, Pendelbahn, wie auch immer, auf Gen Heimat in Anführungszeichen machen können. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir hier erstmal die Folge beenden und uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.